Ja, herzlich willkommen und ich freue mich sehr, Ihnen hier einen Vortrag halten zu dürfen und Ihnen die, die Leistung der Lebensmittelüberwachung in Deutschland in Sachen Pestizidrückstandsanalytik vorstellen zu dürfen. In den nächsten 20 Minuten möchte ich Ihnen Kontrollkonzepte und dann eben auch Ergebnisse aus den Pflanzenschutzmitteluntersuchungen der amtlichen Lebensmittelüberwachung vorstellen. Vorweg ein paar Worte zur Organisation der amtlichen Lebensmittelüberwachung in Deutschland. Die amtliche Lebensmittelüberwachung in Deutschland ist Länderaufgabe, also die Länder sind dafür zuständig zu kontrollieren, ob die Lebensmittel in Ordnung sind, eben unter anderem auch, ob sie die Rückstandshöchstgehalte für Pflanzenschutzmittelrückstände auch einhalten. Die Probennahme wird auf Kreisebene vollzogen. Die Kontrolleure gehen dort in die Supermärkte, in die Betriebe, auf Märkte und ziehen die Proben, bringen sie dann ins Labor. Also es gibt insgesamt 35 Untersuchungsämter und in diesen Untersuchungsämtern gibt es in Deutschland 19 akkreditierte Labore für Pestizidrückstandsanalytik. Kam ja schon mehrfach jetzt heute zum Ausdruck, also die Gesetzgebung ist eben europäisch, das Lebensmittelrecht ist weitgehend harmonisiert, dementsprechend eben auch die Rückstandshöchstgehalte, die eingehalten werden müssen. Das Ministerium sorgt für die Gesetzgebung in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission, erlässt es die Rückstandshöchstgehalte und wir, das BVL, wir unterstützen das Ministerium bei der Koordination von bundesweiten Überwachungsprogrammen. Und unsere Aufgabe ist es aber auch, die Daten aus der Lebensmittelüberwachung zu sammeln. Also die Länder schicken uns all ihre Daten, also nicht nur zu Pflanzenschutzmitteln, aber unter anderem eben, die sie untersuchen, schicken sie an uns, ans BVL. Wir werten diese Daten aus, validieren diese Daten und veröffentlichen entsprechende Berichte dazu. Und wie gesagt, wir planen auch in Zusammenarbeit mit den Ländern dann entsprechende Überwachungsprogramme zu Pflanzenschutzmitteln. Also das BfR berät uns dabei, was die Risikobewertung betrifft. Die Länderexperten steuern ihre Expertise gerade im analytischen Bereich bei, weil sie eben die Erfahrung aus dem Labor mitbringen. So, was sind die Zielsetzungen bei der amtlichen Kontrolle von Pflanzenschutzmitteln? Eine Zielsetzung hat ja schon Britta Michalski sozusagen vorgestellt vorher. Die wird im Rahmen des Monitorings durchgeführt. Und zwar, das sind repräsentative Untersuchungen mit dem Ziel, die Verbraucherexposition abzuschätzen. Aber darüber hinaus sollen natürlich auch die Rückstandshöchstgehalte, die Einhaltung der Rückstandshöchstgehalte überwacht werden. Hierfür werden die Proben risikoorientiert gezogen. Das heißt, wenn man weiß, okay, hier oder dort werden häufig Überschreitungen festgestellt, werden mehr Proben gezogen, aber auch bei Lebensmitteln, die häufig verzehrt werden, wie zum Beispiel derzeit Erdbeeren, werden besonders viele Proben gezogen. Diese risikoorientierten Probenahme wird in eigener Regie von den Ländern praktisch geplant. Alle Proben, egal ob Monitoringproben, ob eben diese Proben, die amtliche Lebensmittelüberwachung, also diese risikoorientierte Probenahme, es wird alles in den Länderlaboren analysiert. Die Länder ziehen die Proben schreiben dann auch die Berichte und Gutachten dazu. Zum Monitoring noch ein paar Worte, was ja eben Britta Michalski auch schon sehr ausführlich vorgestellt hat. Wie gesagt, dieses systematische Mess- und Beurteilungsprogramm, da gibt es zum einen Warenkorbmonitoring, wo alle Lebensmittel im 6-Jahres-Zyklus, die wichtigsten Lebensmittel einmal untersucht werden. Darüber hinaus können aber noch spezielle Aspekte
in einem Projektmonitoring untersucht werden. Also ich will mal so ein paar Beispiele nennen für Projekte. Also eins hat mir besonders gefallen, das war allerdings schon 2011. Da wurden zum Beispiel Zitrusfrüchte, also die Schale und das Fruchtfleisch untersucht, also separat untersucht, und dann wurde geschaut, was finde ich auf der ganzen Frucht und was ist am Ende an Rückständen in dem Fruchtfleisch zu finden. Es gab aber auch schon Projekte zum Beispiel, wo dann Tiefkühlware untersucht wurde gezielt und im Vergleich zur Frischware oder auch Konserven im Vergleich zur Frischware. Ja, dann komme ich eigentlich schon zum, denke ich, für Sie spannenderen Teil, den Ergebnissen. Hier kann ich auch mit ein paar Zahlen aufräumen, da wurden vorher so ein paar Zahlen durcheinander geworfen. Also insgesamt werden in Deutschland durch die Lebensmittelüberwachung so 20.000 Proben pro Jahr untersucht. Circa 20% dieser Proben sind Monitoring-Proben, also repräsentativ gezogene Proben. Also 20.000 Proben auf Pflanzenschutzmittelrückstände. Die Proben werden vornehmlich im Einzelhandel gezogen, da wo Sie ja Ihre Lebensmittel kaufen, Ihr Brot, Brot wird weniger vielleicht untersucht, aber Ihr Mehl, Kartoffeln oder auch auf Märkten. Aber die Probenahme soll natürlich auf allen Stufen der Produktion stattfinden. Das heißt, es werden auch Proben bei Vertriebsunternehmern gezogen, bei Dienstleistungsbetrieben, aber auch beim Erzeuger selbst. Gut, dann kommen wir zu den ersten Ergebnissen, die ich Ihnen hier vorstellen möchte. Also insgesamt werden in circa 56% der Proben werden Rückstände nachgewiesen, sind quantifizierbar. Dementsprechend sind in 42% keine Rückstände da oder zumindest nicht nachweisbar. Und von diesen werden so 2,3%, werden die Rückstandshöchstgehalt überschritten. Wie das kam ja schon im Vortrag von Herrn Kamphausen heraus, es wird unterschieden zwischen der eigentlichen Überschreitung eines Rückstandshöchstgehaltes und der Beanstandung. Also bei der amtlichen Lebensmittelüberwachung werden Proben beanstandet, wenn sie über diese 50% Messunsicherheit sozusagen überschreiten. Das hat einfach den Hintergrund, eine Beanstandung ist eben auch ein Rechtsakt, der vor Gericht Bestand haben muss. Deswegen muss ich einfach diese Messunsicherheit damit berücksichtigen. Naturgemäß, die größte Gruppe, die untersucht wird, sind Obst und Gemüse, da werden die meisten Proben untersucht. Dort findet man auch die meisten Rückstände. Bei Getreide sind es wesentlich weniger Rückstandsbefunde. Auch bei den tierischen Lebensmitteln, die vornehmlich die Rückstände über die Futtermittel aufnehmen und erstmal verstoffwechseln. Das dazu. Auch wir werten nochmal alle Daten, also die wir bekommen, werten wir nochmal getrennt aus nach Proben, die aus dem konventionellen Anbau kommen und Proben aus dem Bio-Anbau. Die 77%, die deckt sich ja sehr gut mit der Zahl, die Ihnen Herrn Zipper vorher präsentiert hat. Und der Großteil der Proben, die natürlich bei diesen Bio-Proben mit dabei ist, stammen sicherlich auch aus Stuttgart. Also insgesamt haben wir 2019 so 2.300 Proben, Bio-Proben sozusagen, übermittelt bekommen an Daten zu Bio-Proben. So, das zu den Proben und hier noch eine Folie zu den Wirkstoffen bzw. Stoffen. Also ich hatte ja vorher gesagt, dass wir so 20.000 Proben, Lebensmittelproben pro Jahr in Deutschland werden auf Pflanzenschutzmittel untersucht. Und zu diesen Proben bekommen wir natürlich diverse Analyseergebnisse zu den unterschiedlichsten Wirkstoffen und Stoffen, also auch den Abbauprodukten und den Analyten. Also wir bekommen dann insgesamt so 8 Millionen Datensätze
zu einzelnen Analysenergebnissen und zu ca. 1000 Stoffen, Wirkstoffen, Metaboliten. Mehrere Vorredner hatten die schöne Zahl präsentiert, dass in Deutschland 288 Pflanzenschutzmittel, Wirkstoffe zugelassen sind. In der EU sind es, glaube ich, 466. Und hier sehen Sie jetzt nun, was wir denn von diesen Wirkstoffen dann am Ende finden in den Lebensmittelproben. Also Wirkstoffe, die nachgewiesen werden, das waren 280 im Jahr 2019, also unter dem Höchstgehalt. Und bei 156 Wirkstoffen wurden die Höchstgehalte überschritten. Ja, als nächstes möchte ich Ihnen Als nächstes ein paar Worte zur Verteilung der Proben nach Herkunft. Wir haben ja mittlerweile Lebensmittel aus aller Herren Länder in den Regalen der Supermärkte, aber erfreulicherweise, die meisten Erzeugnisse stammen doch noch aus Deutschland. Ich denke, es widerspiegelt auch die Proben, also die Verteilung. Proben aus Deutschland sind 46%, aus anderen Mitgliedstaaten haben wir 26% der gezogenen Lebensmittel, die daherkommen, aus Drittländern 17%. Leider geht immer ein Großteil an Informationen irgendwo auf dem Weg verloren. Also oft kann man das dann nicht mehr nachvollziehen, woher die Produkte herkamen. Oder die Herkunft ist auch nicht plausibel, also Ananas aus Schweden zum Beispiel. Und aus den anderen EU-Mitgliedstaaten kann ich sagen, da sind natürlich dann Spanien, Erzeugnisse aus Spanien, die beprobt wurden, Italien und aus den Niederlanden sind so die Hauptländer, wo die meisten Proben dann herstammen. Die Rückstände verteilen sich nämlich auch je nach Herkunft natürlich sehr unterschiedlich. Die Proben mit den wenigsten oder ohne Rückstände kommen hauptsächlich aus Deutschland. Also wenn wir heimische Produkte kaufen, dann sind eigentlich 50% der Proben weisen keine Rückstände auf. Bei den EU-Erzeugnissen sind es 30% so. Es hängt aber natürlich auch sehr vom Land ab. Also ich habe das mal mir ausgewertet und es gibt da große Unterschiede zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten, was natürlich auch an der am Klima liegt und an sonstigen Gegebenheiten. Auch die Zahl der Überschreitungen unterscheidet sich. Gerade bei den Drittländern ist die Überschreitungsquote wesentlich höher mit 6,5% insgesamt als bei den Proben, die eben aus Erzeugnissen aus der EU stammen. Was natürlich mit unserer harmonisierten Gesetzgebung auch zusammenhängt. Wo ich jetzt bei den Drittländern bin, möchte ich noch ein paar Worte zu amtlichen Kontrollen bei der Einfuhr sagen. Und zwar, was tun wir, um eben Produkte aus Drittländern, die jetzt nicht der EU-Gesetzgebung entsprechen, auch zu kontrollieren? Also grundsätzlich kann jeder, der sozusagen ein Lebensmittelunternehmen angemeldet hat, kann Produkte in die EU einführen und sie auf den Markt bringen. Er muss natürlich dafür sorgen, dass sie den entsprechenden EU-Gesetzen entsprechen. Und dann werden von diesen Proben Stichproben an der Grenze gemacht oder eben auch Marktkontrollen, wenn sie dann im Supermarkt zum Beispiel liegen, werden dann Proben genommen. Fallen Produkte auf, gibt es eine Verordnung für verstärkte Importkontrollen, das ist die 2017-93. Bei diesen verstärkten Importkontrollen gibt es sozusagen mehrere Eskalationsstufen. Also fällt ein Produkt auf, kommt es erstmal in den Anhang 1 dieser Verordnung für eine verstärkte Kontrolle. Dort steht dann drin, Paprika aus der
Türkei und werden mit einer Kontrollfrequenz von 50% kontrolliert. Wenn, das heißt, jede Sendung, jede, die da ankommt, wird, also jede zweite Sendung wird dann kontrolliert. Das ist teuer für den Unternehmer, er muss das bezahlen, die Analyse. Und oft bessert sich dann was und man sieht, die betroffenen Länder ja, ändern was, führen Verbesserungen ein. Gut, dann, wenn aber sich nichts tut, wenn die Proben, ja, wenn sich die Situation nicht verbessert, gibt es sozusagen die nächste Stufe, dann können diese Erzeugnisse in den Anhang 2 aufgenommen werden. Das heißt, diese Produkte werden auch verstärkt kontrolliert, aber die entsprechenden Länder müssen ein Gesundheitszertifikat mitliefern. Also es muss eine Behörde benannt sein, die dann dieses Gesundheitszertifikat ausstellt und mit jeder Probe muss diese Behörde des entsprechenden Landes bestätigen, diese Lieferung, diese Charge ist in Ordnung. Es wird trotzdem noch eine Probe dann genommen. Und wenn dann gar nichts hilft und immer noch keine Verbesserung eingetreten ist, dann kann es auch zu Einfuhrverboten kommen. Diese Verordnung wird im Halbjahresrhythmus überarbeitet und es wird immer dann geprüft, ja, wo gab es Verbesserungen oder wo muss ich vielleicht nachsteuern und vielleicht noch neue Produkte aufnehmen. Ich will Ihnen hier noch ganz kurz ein paar Beispiele aufzeigen, welche Produkte gerade derzeit verstärkt kontrolliert werden. Also zum Beispiel Tee aus China ist mit einer Kontrollfrequenz von 20% bei diesen verstärkten Importkontrollen dabei. Auberginen, Paprika aus der Dominikanischen Republik werden verstärkt kontrolliert. Auch Paprika aus Ägypten und Indien, Curryblätter, Okraschoten und Bohnen zum Beispiel aus Kenia. Also stehen noch mehr Produkte drauf. Und es gibt auch, also nur mal am Rande, neben den Pestizidrückständen werden auch andere Gefahren wie Aflatoxine dort gegebenenfalls verstärkt kontrolliert durch diese Verordnung. Im Anhang 2, also diese Produkte, die schon die so eine Gesundheitsbescheinigung mitführen müssen, stehen Paprika zum Beispiel aus Indien, aus Pakistan, Weinblätter aus der Türkei und Pitaya zum Beispiel aus Vietnam. Ja, wenn Sie jetzt noch mehr wissen wollen, dann lege ich Ihnen unsere Berichte ans Herz. In der nationalen Berichterstattung veröffentlichen wir also die gesamten Rückstandsdaten, die wir von den Ländern bekommen jedes Jahr. Der aktuelle Bericht ist der Bericht 2019. Die 2020er Daten, die werden derzeit noch validiert geprüft und werden auch zunächst erstmal auch an die EFSA übermittelt. Und es gibt dann noch den Monitoring-Bericht, der auch jedes Jahr erscheint. Dort werden eben nur diese Monitoring-Proben, die repräsentativen Proben dann sozusagen besprochen, berichtet. In der nationalen Berichterstattung noch finden Sie am Rande auch noch Informationen zu Mehrfachrückständen, weil das ja auch angesprochen wurde. Also wer Lust hat, dort weiterzulesen, finden Sie alles auf unserer Internetseite. So, und jetzt bin ich neugierig, ob es Fragen gibt. Vielen Dank, Anne-Kathrin. Vielen Dank für diesen schönen Überblick. Gibt es Fragen im Chat? Also es gab genau eine Frage und die wurde, glaube ich, hier mit Ihrer letzten Folie auch entsprechend schon beantwortet. Da fragt nämlich jemand, werden seitens des BVL Rückstandsdaten inklusive Angabe konkreter Wirkstoffkonzentrationen in konventionellen Produkten veröffentlicht? Und damit sind keine Auswertungen gemeint, welche ausschließlich die Angabegröße RHG enthalten. Es werden keine Milligramm pro Kilogramm, es werden keine Einzeldaten dargestellt. Also es sind nur aggregierte Daten da drin, also enthalten. Also es gibt viele Tabellen mit aggregierten Daten, aber keine Einzeldaten. Ja. Also man kann sich als Verbraucher nicht im Einzelfall tatsächlich die Einzelprobe dann angucken, den Wert dazu. Also Einzeldaten gibt es da nicht. Okay, sind sonst noch Fragen im Chat? Nein. Gut, dann vielen Dank nochmal.